Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. In der letzten Folge bin ich ja leider verbrannt und gestorben. Ich hoffe, das wird sich diese Folge nicht wiederholen. Ich habe mittlerweile den Server von leicht auf normal gestellt. Wir haben so einige Dinge letztes Mal angefangen. Unter anderem haben wir uns die Wissensfragmente angeschaut. Ein unbekanntes Wissen holen wir uns mal raus. Gucken wir uns gleich mal an. Dann haben wir Macht ist Wissen. Verbotenes Wissen gelöst. Ich würde mir, hatte ich das gelöst mit euch zusammen? Ich bin mir nicht sicher. Hier ist nochmal der Lösungsweg. Nehmen wir auch mal raus. Wir packen das Wissensfragment da rein. Dann werde ich doch mal erstmal eine Forschungsnotiz benutzen. Und wir haben was gekriegt. Forschungsnotiz. Winzige Fliege. Cool. Ah ja. Okay. Kann ich jetzt da rein tun? Ja. Winzige Fliegen. Sind cool. Keine Ahnung, was es ist. Da wäre Reisen und Terra. Reisen und Terra, dann haben wir Werkzeug und Bestie. Mensch. Bestie ist Bewegung, das ist gut. Das heißt, wir könnten einfach so machen. Bewegung hier hin. Das hier. Nein, nicht das. Das hier hin tun und Bewegung darunter. Brauchen wir noch Gier? Ist was mit Mensch und Hunger? Leere Leben. Ordnung. Mensch hat Tier. Tier hat Bewegung und Leben. Wir können ein Tier benutzen. Und ein Leben. Nur noch ein Leben. Ich gesagt, ein Tier. Hunger. Und da haben wir es auch genutzt. Gucken wir mal an, was das ist. Winzige Fliege. Winzige Fliege. Nee. Machen wir mal unser Büchlein. Gucken wir uns mal an, was wir da überhaupt gerade. Ach, winzige Fliege. Das ist ein Muss für jeden Golem on the go. Diese Fliege wird ihn mit zusätzlicher Energie füllen, was sein Tempo erhöht. Ah, das ist ein Upgrade gewesen für einen Golem. Ah ja. Okay. Jetzt kommen wir zu diesem verbotenen Wissen. Das verbotene Wissen. Hier. Ich glaube, wir haben noch nichts, deswegen steht hier nichts. Wir würden, glaube ich, sonst gleich was stehen. Das werden wir jetzt mal gucken. Wir werden das jetzt mal erforschen. Forschungsgemeinschaft. Gucken wir gleich mal hier rein. Wir haben jetzt das hier. Du kannst nun effizienter forschen. Immer wenn du einen Aspekt aus einem Sechseck entfernt, gibt es eine 50%ige Chance, dass du den Forderungspunkt zurückerhältst. So gibt es eine 10%ige Chance, dass es nicht kostet, wenn du einen Aspekt benutzt. Das heißt, wenn wir eins reinschieben, kann das sein, dass wir eine 10%ige Chance haben, dass es nicht verbraucht wird. Zu guter Letzt kannst du nun Aspekte kombinieren, indem du auf den gewünschten Aspekt Shift-Links klickst. Wenn du die benötigten Komponenten hast, verbindet sich diese automatisch zu einem neuen Aspekt. So, dann gucken wir nochmal hier rein. Ne, das steht hier nicht drin, aber irgendwas Böses gab es. Forschung duplizieren. Das braucht man eigentlich gar nicht, weil ich ja hier alleine spiele. Nur die im Glas wollen wir natürlich noch haben.
nur, ich frage mich immer noch, wo steht denn, was wir jetzt für eine böse Sache haben. Also es gibt Dinge, alle möglichen Dinge gibt es, aber ich weiß auch nicht, wo sie genau stehen. Wir haben hier Nudi in einem Glas, ist ein bisschen schwieriger. Wir haben Fortifizieren, was auch schwieriger ist, was wir aber auch gar nicht brauchen werden erstmal. So, wir brauchen mehr Papier. Also diese Folge beschäftigen wir uns vor allem wieder mit dem Erforschen von Dingen. Und dafür werden wir natürlich Papier benötigen. Drei Papier. Kann man das Buch reinpacken. Die Brille wollen wir haben. Und wir wollen vor allem diesen... bevor wir den Golem machen, müssen wir erstmal Alchemie machen. Und da brauchen wir auf jeden Fall einen Nitor für. Und ein Alumentum. Machen wir erstmal Nitor. Nitor ist relativ einfach, würde ich sagen. Aber ein Grundaspekt, Feuer. Du hast keine Tinte mehr. Oh, naja gut, dann müssen wir erstmal eine neue Tinte hier reintun. Alte Tinte können wir eigentlich auch zerstören. Ich weiß nicht, ob man die aufladen kann. So, das heißt, wir brauchen... Wir sagen Kerze, Feuer, Kerze. Dann sagen wir natürlich Feuer. Und irgendwas, was mit Feuer verbunden wird. Und mit... Was mit Feuer verbunden wird. Zum Beispiel das Eis. Öfters haben wir doch schön. Ja, ich höre. Haben wir schon mal den Nitor entdeckt? Dann gucken wir uns das Alumentum noch an. Auch wieder Feuer und den Fisch. Ordnung. Ja, machen wir einfach ganz einfach. Fisch. Ordnung. Fisch. Und auch das entdeckt. Jetzt haben wir ein Nitor. Dafür bräuchte man einen Tegel, da muss man Glowstone reinschmeißen und diese drei Sachen und bekommt ein Nitor raus. Ein Alumentum, dann muss man Holzkohle rein und noch Kohle und bekommt ein Alumentum raus. Diese Substanz trieft vor feuriger Energie und wird sie bei der kleinsten Erschütterung freisetzen. Sie ist zwar instabil, aber als Brennstoff vielleicht gut geeignet. Es ist wahrscheinlich keine gute Idee, Alumentum gegen eine harte Oberfläche zu werfen. Es sei denn, du magst Explosionen. Also es ist ein Explosionsding. Das ist sehr schön. Wir brauchen ein Schreibset und mehr Papier. Machen wir nämlich gleich nochmal weiter. Wir müssen auch, neue Zuckerhorns besorgen. Achso, die Brille wollten wir natürlich auch noch machen. Brille ist auch gar nicht so schwierig. Haben wir denn da? Haben wir hier das? Das ist mit Fisch, der Fischverordnung. Geist. Das ist der Geist. Den Geist gerade gar nicht. Da wäre gut. Dann haben wir noch das. Das ist gar nicht mal so schwierig. Das heißt, wenn das Licht beinhaltet, können wir mit Licht arbeiten. Das heißt, wir werden einen Zauberstab brauchen.
eine Sonne. Und Licht. Oder Luft ist das ja eigentlich, ja. Dann müssen wir noch irgendwie von dem jetzt her. Darüber kommen. Das heißt, wir machen einfach den dahin, noch einen Zauberstab daneben und haben auch die Brille der Enthüllung entdeckt. Die Brille der Enthüllung ist ganz besonders schön. Das heißt, wir haben jetzt die Brille der Enthüllung auch noch gelernt. Die werden wir uns als nächstes bauen. Das heißt, wir brauchen zwei Thermometer, zweimal Gold und Leder. Dann müssen wir nämlich nicht immer mit unserem Spiegel rumlaufen. Also, wir müssen gar nicht immer so durch die Weltgeschichte laufen. Das heißt, wir brauchen, das werden wir als nächstes auf jeden Fall mal bauen. Schaffen wir das von der Zeit her noch? Es wird knapp, da wir kein Leder haben. Ja. Doch, wir haben Leder. Dann bauen wir das noch. Hat er jetzt Leder ja eigentlich auch für das Jetpack geholt. Ich hatte auch aber noch kein Kupfer gesucht. Bis jetzt, das werde ich wahrscheinlich offline machen, bis nächste Mal, nebenbei nochmal, bis meinen. So, das heißt, ich brauche noch zweimal den Spiegel, weil einmal brauchen wir ihn ja generell selber auch noch. Also wir brauchen 4 Gold, 2 Glas, 4 Gold, 2 Glas und Scherben. Ja, davon haben wir am meisten. Scherben. Das brauchen wir noch nicht. Glas. Müssen wir das noch anders anordnen? Klappt das auch? Jetzt sollen wir eine Brille bauen. Das heißt, wir brauchen nochmal 2 Gold. Das Leder. So. Das Gold. Ne, so nicht. Ah, natürlich, das geht hier nicht. Das muss natürlich in einem magischen Konstruktionstable gemacht werden. Und dafür braucht man natürlich auch einen Zauberstab. Der Zauberstab sollte reichlich gefüllt sein. Gehen wir mal hoch und machen das Ganze hier drin. Klappt das auch? Man braucht noch nicht mal viel dafür. Und wir haben uns eine Brille gebaut. Die Brille, die können wir jetzt statt unserem Helm aufsetzen. Wir sehen halt diese Nodis und alle Dinge. Wow, und eine Spinne verfolgt uns. Das kann man natürlich noch einmal vorführen, das Ganze. Dafür werde ich mir auch noch mal schnell die Zeit nehmen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel zu der Luft uns teleportieren, sehen wir das jetzt die ganze Zeit. Das heißt, wir können jetzt unseren Zauberstab nehmen. Wieder vollsaugen mit Luft. Was wir natürlich nicht machen können, ist sehen, was das beinhaltet. Dafür brauchen wir nochmal extra was, um Sachen auch zu scannen. Ne? Also wir können jetzt nichts scannen, einfach nur so mit den Brillen. Wir können halt nur diese Nodi jetzt einfach so sehen, ohne halt den Spiegel zu benutzen. So, wir reisen wieder zurück in unser altes Haus. Haben dann auch schon wieder sehr viel erforscht, diese Folge. Sind ein bisschen weitergekommen in unserer Entwicklung. Haben natürlich noch viel vor, um ein richtiger Magier zu werden. Und dann sage ich gerade wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.